Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel Civilization 5. Wir haben unseren Tribok verloren, unsere Belagerungseinheit. Nun denn, wir haben hier sonst nicht wirklich weitere Belagerungseinheiten. Die Gatling-Kanone kann man, wenn man möchte, als solche vielleicht ein bisschen bezeichnen. Aber letztlich ist das nicht wirklich eine. Können wir hier nochmal angreifen, ohne zu sterben? Wir können Sofortheilung anwenden. Das machen wir in dem Fall auch, um sicherzustellen, dass der Armbrustschütze hier keine Chance gegen uns haben wird. Wir sperren ihm den Weg. Wenn er irgendwo hin will, muss er wassern. Unser Lancier nimmt plus 33% Kampfstärke gegen verwundete Einheiten und nochmal plus 15% Kampfstärke auf unwegsamem Gelände. Oder aber Sanitäter. Sanitäter fände ich gut. Denn er ist ja sehr mobil, kann dann sich irgendwo in die Truppe mitten mit reinstellen, um dann sicherzustellen, dass da auch die Einheiten um ihn herum heilen. Aber dafür muss er erst selbst heilen, sonst haben wir ein Problem. Unsere Fregatte ist super stark gegen andere Marineeinheiten. Und um das zu nutzen, würde ich sagen, gehst du hier hin. Nur minus 35, okay. Wir müssen schauen, dass wir uns hier so weit wie möglich zurückziehen. Nehmen noch den Küstenräuber 3 mit. Hoffen, dass wir nicht sterben. Dann ist die Frage, kriegen wir diese Fregatte hier getötet? Wahrscheinlich schon. Oder auch nicht. Hast du jetzt angegriffen? Jetzt hast du angegriffen. Und mit dem Zug hierhin sollten wir eigentlich in der Lage sein, dann in der nächsten Runde auch an Land zu gehen. Hier gehen wir langsam aber sicher weiter vor. Haben weitere Einheiten am Start. Und mit unserem großen General können wir überlegen, kannst du hier eine Zitadelle bauen? Na, bringt ja nichts. Zitadelle bringt jetzt echt nichts. Wir können auch einfach von Hormus ablassen und uns Hormus später einverleiben und uns erstmal auf Cahokia beschränken, in unseren Bemühungen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Allerdings müssen wir dafür schon sorgen, dass hier oben die Einheiten jetzt nicht komplett Banane machen. Bananenmus. Der Frachter. Wie war das? Haben wir die Wale hier schon am Start? Wofür haben wir diesen Frachter gebaut? Kann ich sagen, automaten? Ach Quatsch. Jetzt verwechsel ich schon Frachter mit Arbeitsboden. So weit ist es schon. Können wir Welche Stadtstaaten hätten gern von uns einen Handelsweg? Ziemlich alle. Aber gibt es welche, mit denen wir Wittenberg? Mit Wittenberg könnten wir was starten. Mach das mal. Und mit noch ein bisschen Geld dazu bekommen wir vielleicht Baumwolle in Elfenbein. Ich glaube, das meiste davon haben wir ja schon. Tippitoppi. Zickzack. Die Armee hier unten haben wir auf jeden Fall zerstört. Das gefällt. Dann lass uns schauen, dass wir hier so weit wie möglich heilen. Du kannst auch Drill bekommen. Und wir sind bei minus 1 Zufriedenheit. Das ist natürlich schade. Wird aber auch wieder besser. Sind wir bei minus 2, weil wir eine Einheit rausgeholt haben. Wir bauen Pyramiden dort, wo noch keine gebaut sind. Wir bauen Universitäten dort, wo noch keine gebaut sind. Und brauchen demnächst aber auch wieder Einheiten, ne? Wir haben zumindest keine verloren. Da ist schon mal gut. Wir haben endlich unser Eisen am Start. Das heißt, wir können jetzt die eine oder andere Fregatte auch bauen. Intikal wird schon eine produziert. Unser Schütze kann auch zum Sanitäter werden. Ja, warum eigentlich nicht? Finde ich gut. Und wir schauen, dass hier oben die Meeresenge von Barbaren befreit ist. Unser Lancier will wohin?
Schon hier durch, ne? Ja. Du gehst nach Venedig, trinkst dort einen Kaffee, legst dir einen Verband an. Und wir können hier nicht... Oh doch, so ein bisschen Schaden macht's, ne? So ein bisschen Schaden macht's. Und er muss gucken, wo er bleibt, hier oben. So einfach wird das nicht für ihn. Wir würden die Einheit verlieren, wenn wir reingehen in die Stadt. Von daher lassen wir das. Ist die Frage. Nee, wir besetzen hier beide Ecken, um sicher zu gehen, dass der Musketier oder das Musketier nicht an Land gehen kann. Wir haben es mit ihm überlebt. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Dann können wir hier rüber. Du kannst hier an Land. Du gehst nach Jaroslawl. Dass wir es frisch gekauft haben. Hier würde ich schon indonesische Frachter, aztekisch. Hier oben ist der Unhold. Den schnappen wir uns. Ich möchte ja schon die eigenen Gewässer noch. Wenigstens auch in den eigenen Gewässern einen kleinen Backup haben. Um sicher zu gehen, dass uns da nichts passiert. Wenn, das ist halt echt böse. Wenn wir hier angreifen, hätte ich eigentlich gedacht, dass wir so ein bisschen mehr Schaden machen können. Gerade mit Triple-Küstenräuber. Wir haben auch keine Einheit, die gerade besser ist. Wir können dich höchstwahrscheinlich, wenn denn dann die Dampfmaschine in 6 Runden fertig ist, zu einem Panzerschiff machen. Und hat eine geringe Geschwindigkeit auf Ozeanfeldern, aber das sind ja nur einzelne hier. Nichtsdestotrotz, gehen wir jetzt mit unserem Schützen da rein. Ja. Weil wir hier in die Offensive gehen wollen, wenn nicht sogar müssen. Wir plündern, was das Zeug hält. Und die Fregatte kann jetzt entweder die Stadt angreifen. Oder diese Einheit. Und ich würde sagen, bei dieser Einheit sind wir besser aufgestellt. Bei minus 37, ja. Die Frage ist, können wir in Jaroslawl für dieses Geländefeld hier kaufen? Nee. Das hier ist das nächste Wassergeländefeld, auf dem wir unsere Einheiten dann hinschicken können, um zu heilen. Oder aber wir nehmen unseren großen Marineoffizier. Genau dafür. Aber. Ist es das wert? Ist es das wert, den dafür einmal zu benutzen? Können wir uns hier noch zurückziehen? Ja. Dann ziehen wir uns auch so weit zurück von Karokia, dass wir nicht mehr angegriffen werden können. Dann greifen sie auf jeden Fall die Landeinheiten an. Und wir können schauen. Ja, dass wir dann höchstwahrscheinlich die Einheiten zum Panzerschiff upgraden. Und Enrico hat kein Gold mehr. Hat sein ganzes Geld anscheinend jetzt benutzt, um irgendwie noch eine Einheit aus dem Boden zu stampfen. Wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier auch sehr, sehr schön Karokia jetzt in ihren Grundfesten erschüttert. Wir können Hormus nicht länger halten. Wir ziehen uns deshalb hier zurück. Bleiben uns nichts anderes übrig. Können dafür jetzt hier ruhigen Gewissens auch weiter zurück. Hier oben gefällt es mir nicht, dass wir... Oh, mein Mikrofon. Was ist denn jetzt mit meinem Mikrofon los? Bin zu nah dran und puste es um. Nein. Und das wird nicht reichen hier. Wir gehen trotzdem hoch und schauen, dass die sich hier nicht ausbreiten oder sonst wie was plündern. Und gehen noch nicht an Land. Nächste Runde dann. Wir bleiben in der Stadt, bis wir gesundet sind. Habt ihr einen Krieg vor? Oder was macht ihr hier? Was wird das, wenn es fertig ist? Darf ich das mal bitte fragen? Auch hier wieder nur so... Ach, wir hätten weiter hochgehen sollen.
dass wir hier landen und zwei Nahkampfeinheiten haben oder Fernkampfeinheiten, die gut Schaden machen. Wir plündern noch im Rausgehen, einfach nur um sie zu nerven. Haben die Stadtverbindung zur Hauptstadt verloren hier unten in Assur. Oha, wir haben eine Karavelle bekommen dafür, dass wir es gekapert haben, wenn ich das richtig verstehe. Ha, bist halt kein Küstenräuber, ne? Bist halt kein Küstenräuber. Ich möchte hier kein Risiko eingehen. Zieh mich zurück in die Stadt. Soll er doch gucken, was er macht. Was will er jetzt machen? Kann er nichts machen. Freibeuterkarawelle. Fregatte. Kaufen. Machen wir noch einen. Aber 26 Runden. Magst du nicht lieber was bauen, was mehr bringt? Markt bringt überhaupt nichts. Leuchtturm wäre doch gut für dich. Ich habe die ganze Zeit nicht auf dem Schirm gehabt, dass Leuchttürme für jedes Geländefeld mehr, also für jedes Wassergeländefeld, oder ist es Wasser oder das Ozean, mehr Nahrung bringen. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wassermühle haben ein paar Länge die ganze Zeit nicht gebaut, obwohl wir die extra in der ersten Runde am Fluss noch waren. Und das holen wir jetzt nach. Dauert ja nur zwei Runden. Dann haben wir in der nächsten Runde die Möglichkeit, Cahokia so richtig einzuheizen. Das sind indonesische Fregatten. Was machen die hier? Was ist deren Plan? Warum sind die hier? Sind die im Krieg? Mit Enrico? Kann das sein? Oh, wir sind verbündet mit Wittenberg. Sehr gut. Deswegen sind wir auch jetzt eins zufrieden. Diplomatieübersicht. Weltpolitik. Enrico im Krieg, das ist klar. Montezuma ist im Krieg mit dem Hundenreich. Und Indonesien ist verbündet mit Stadtstaaten. Und wir sind denunziert. Aber ansonsten hat er hier anscheinend nur offene Grenzen, oder wie? Ja, gut. Wir warten hier ab. Was du jetzt schon machen kannst, ist Cahokia angreifen. Da jetzt sind wir wieder nicht auf die Seite. Dann machen wir es in der nächsten Runde. Wir werden hier Geduld an den Tag legen. Wir haben keine Eile. Können uns hierhin zurückziehen. Großer General kommt mit. Und sind hier relativ safe. Schnappen wir uns, sollen wir noch plündern auf dem Weg? Bringt ja jetzt nicht wirklich Spaß. Das müssen wir später wieder alles aufbauen. Von daher haben wir hier unsere Reiterstaffel am Start. Die unglaublich schnell unterwegs ist. Und dann, wenn sie zusammensteht, denke ich mal, auch einiges an Schaden machen kann, wenn es denn dann darum geht, noch neue Städte einzunehmen oder neue Landmassen einzunehmen. Wobei das hier ja die einzige Landmasse ist, die irgendwie noch nicht besiedelt ist. Kann mir vorstellen, dass das nicht mehr lange dauert, bis dann jemand auf die Idee kommt. Die Fregatte ist fertig. Wir machen plus 33% gegen Landeinheiten. Da haben wir noch keine. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Versuchen sie hiermit herzuholen. 6 Runden, das passt. Unser Schütze heilt. Der Lancier ist so weit, dass er sich, denke ich mal, in 4 Runden hier hinzugesellen kann. Dann soll er hier unten bleiben. Das ist so gar nicht so verkehrt. Der Schütze in Moskau ist fertig. Geht nach St. Petersburg. Das immer noch eine Marionette ist. Aber ist okay. Wir sind bei 0 Zufriedenheit. Heilen. Warten. Und jetzt ist die Frage, was wir mit euch machen. Weiter zusammenstellen. Mehr können wir aktuell nicht. Sie greifen nach wie vor hier an. Das soll mir recht sein.
Wir ziehen uns eins zurück und plündern. Wir stellen hier eine neue Einheit hin. Wir können Kaukia weiter angreifen. Wie sieht es mit dem Schützen aus? Wir verlieren auf jeden Fall ein bisschen was. Aber nicht so viel, dass wir jetzt in der nächsten Runde sterben würden. Möchte ich behaupten. Dann können wir hier doch plündern. Na, ah, das anzugreifen ist halt einfach... Klar, wir bekommen wahrscheinlich die Küstenräuberbeförderung. Noch jede Menge Geld dafür. Aber... Das ist es einfach nicht wert. Oh, jetzt können wir gar nicht mehr weiter weg. Hm. Dann bleiben wir hier. Dann bleiben wir hier erstmal. Jetzt wäre es halt richtig schön, hier einen Kanal zu haben, ne? Nineveh ist auch keine Stadt, bei der man einen Kanal haben kann. Nun gut, dann seid ihr beiden jetzt die Heimatverteidigung, sage ich mal. Ihr sorgt dafür, dass uns in den eigenen Gewässern niemand das Wasser abgräbt. Die Fregatte, die nächste Fregatte ist fertig. Wie wäre es zwischendurch mit einem Seehafen, um noch schneller später Marineeinheiten produzieren zu können? Und bei Moskau ist eine öffentliche Schule, glaube ich, ganz gut. Bei 27 Wissenschaft jetzt schon. Aber andererseits hätte ich schon gerne Kaserne, denn wir sind voll am Militarisieren. Von daher bleiben wir da jetzt erstmal auf dem Weg. Er gibt mir Sansibar. Sansibar gibt es auch noch. Aber das soll man so oder so. Sansibar ist hier oben, ne? 13. Krass. Ja, da oben ist es mir egal. Geopolitisch brauche ich halt Kaukia und Hormus. Zieh mich hier noch eins weiter zurück, plündere und bin dann hoffentlich safe. Angriff. Angriff. Oioioioioi. Das dauert. Das dauert, bis man hier mal... Ja gut, wir haben sie schon im gelben Bereich. Notfalls können wir dann echt die hier dazu nehmen. Aber ziehen sie jetzt erstmal so weit weg, dass wir uns keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Hier ist klar, was passiert. Ansonsten habe ich so ein bisschen den Überblick gerade verloren, muss ich zugeben. In der Hauptstadt wird es Zeit für... Ein Panzerschiff. Wir haben 14 Kohle. Können hier aber das Nationalepos bauen. Ja, okay. Schriftstellergilde. Mach doch mal. Es sind noch zwei schöne Runden. Machen wir auch mal was für die Kunst. Luxusgut verbieten. Muskat. Wir haben Muskat, oder? Nee. Sollen wir es verbieten? Und mit Enrico cool sein. Oder alles in die Weltausstellung. Komm, wir machen die Weltausstellung. Wir machen die Weltausstellung. Das ist schön irrelevant. Wir können, wenn wir uns hier richtig aufstellen, glaube ich, schön viel Schaden für der Stadt zufügen. Mal hier hin. Ihr seid eher am Heilen. Dann warten wir hier mal ab. Heile, heile Gänsel. Rüber. Patton. Patton muss jetzt auch mal hier an die Front. 9 Runden braucht er, um nach Jaroslawl zu kommen. Und hier gehen wir in die Stadt rein. Und sind dann hier auch gut aufgestellt für Ekbatana. Es wird zum Krieg kommen, das ist unvermeidbar. Dann sind wir lieber jetzt schon mal gut aufgestellt. Du kommst hier mit. Gibt es hier irgendwas, worum wir uns Sorgen machen müssten? Sieht nicht so aus. Sehr gut. Wir schreiben das Jahr 12, 12, 12, 10, 16, 11. Muskat, Weltausstellung findet statt. Und für das nächste Mal heben wir auf, das Luxusgut zu verbieten. Seid ihr sicher? Ja.
einer Benötigbefehle. So, ihr habt sich jetzt auf diesen Schützen hier eingeschossen. Interesting. Soll er machen? Kann er machen. Wir können eins zurück und plündern. Wir können hier eins vor. Er kann nicht mehr plündern. Und würde sich hier anbieten. Als Kanonenfutter sozusagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch stärkere Einheiten. Der Lancier kann halt auch nichts machen, was irgendwie Schaden für die Stadt macht. Ist gut gegen Einheiten, aber das war es dann auch. Wir können hier an Land, wir können hier an Land, wir können hier wassern. Bestens, bestens. Integral möchte ich eine Einheit behalten, um sicher zu gehen, dass uns da nichts passiert. Fahren hier Patrouille. Heilen die Karavelle. Und haben jetzt wieder die Frage, was machen wir mit dir? Du kannst auch hier hin. Ja, nächste Runde. Wir können die ganzen Einheiten jetzt auf Hormus werfen, aber dann wird sie halt weg. Die Dampfmaschine ist endlich fertig. Die Dampfmaschine ist fertig. Im nächsten Schritt. Oh, Luftfahrt. Luftfahrt ist schon sexy, aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Chemie. Und dann ist die Frage, ob wir dich zum Panzerschiff modernisieren wollen. Und ich sage ja, das können wir hier machen. Und auch dich zum Panzerschiff. In zwei Runden bist du da. In zwei Runden bist du da. Und das können wir jetzt schon aktualisieren für 180 Gold. Günstig ist anders, ne? Aber nun gut. Und mit den Panzerschiffen sollten wir dann doch hoffentlich die Stadt viel, viel schneller in die Knie zwingen können. Vor allem alle Städte viel, viel schneller in die Knie zwingen können. Da bin ich schon überzeugt. Wohin des Wegs? Wohin des Wegs? Wie wär's mit Assur und Produktion? Ja, dann sind es nur noch 6 Runden statt 6 Runden. Hat er echt was gebracht. Aber vielleicht haben wir in Assur die Produktion. Hier ist klar, dass es bei dir rübergeht. Ich möchte auch keinen zweiten Krieg anfangen, wenn der erste noch läuft. Und er, ja, probiert es hier. Das ist doch okay. Kann der Freibeuter schon angreifen? Ja. Minus 39. Das bin ich bereit in Kauf zu nehmen. Wir heilen hier. Wir gehen hier weiter rüber. Hier stehen wir gut. Du hältst dich hier in der Nähe auf. Ja. Hast dich zurückgezogen, kannst noch wassern und das machst du auch. Wir können dich hier nicht länger halten. Du könntest hier plündern, um dich zu gesunden. Sehr gut. Und endlich auch die zweiten Wale. Unser eigenen. Tippitoppi. Neue Einheit. Von dem Basa Kongo. Barbarenlager entdeckt und Persin hat Metallverarbeitung gestohlen. Gibt Schlimmeres. Schauen wir mal, wie schnell, ob wir jetzt in dieser Runde oder nächsten Runde Kaukea einnehmen können. Das wird bestimmt nächste Runde, aber wir haben unsere ersten Panzerschiffe. Und das sieht doch schon viel, vielversprechend aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächste Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Zahn.